Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Montagsbilder, Leute. Heute spielen wir mal wieder auf Revi. Und ich baue natürlich McDonald's, natürlich Leute, weil das das Beste ist, was es gibt. Okay, das wird auf jeden Fall sehr easy. Auf jeden Fall hier mal rot, dann brauchen wir hier noch gelb. Wie fangen wir jetzt am besten an? Ich glaube, das reicht eigentlich schon, dass wir das jetzt erstmal so machen. So Leute, das McDonald's-Zeichen habe ich jetzt schon mal hingebaut. Und ja Leute, heute habe ich mal wieder ein Thema am Start. Ich habe gestern ja über das Thema die ganzen Jugendlichen von heutzutage, wie schlimm das alles ist. Auch für mich und so weiter. Also für viele Leute ist es ja schlimm. Habt ihr auch abgestimmt, das werde ich euch dann noch... Da werde ich noch ein paar andere Sachen dazu sagen im nächsten Video oder wahrscheinlich am Sonntag dann, wenn ich wieder so ein Video mache, wo ich über Themen rede. So, wir bauen erstmal den ganzen Meckes hier auf und zwar machen wir erstmal so ein bisschen höher hier. Ist jetzt nicht so ein großer Meckes, aber es muss ja auch nicht so sein. Heute habe ich ein anderes Thema am Start und zwar, Leute, wie viele vielleicht wissen oder so, war ich damals eigentlich relativ der große Fan von... Also ich war damals ein relativ großer Fan, Leute, von Red Bull und sowas und von Energy Drinks generell, von Monster und so weiter. Und jetzt habe ich noch mal eine kleine Sache dazu zu sagen. An Imke, falls du das hier sehen wirst oder so, ja, was ich halt sagen möchte ist, würde ich vielleicht ein bisschen, ja, wird vielleicht ein bisschen krass klingen jetzt, was ich sagen werde, aber es ist halt so, dass ich halt jetzt eigentlich mit diesen ganzen Energy Drinks aufgehört habe, Leute. Also ich habe einfach jetzt, ich trinke fast kein Red Bull mehr. Also ich habe das letzte vor einem Monat oder zwei Monaten getrunken und ich habe keinen Bock irgendwie das zu trinken mehr, keine Ahnung, irgendwie habe ich auch keinen Bock mehr auf dieses ganze Energy Drinks Gedöns, da einfach das Ganze nicht gut ist, aber das können wir auch mal noch eine andere Sache zu sagen, ja, McDonald's ist auch nicht immer gut, ne, es gibt viele Sachen im Leben, die nicht gut sind, aber es gibt auch immer Vor- und Nachteile, also ihr könnt mal überlegen, so, was, Leute, was glaubt, schreibt mal in die Kommentare, was glaubt ihr ist an McDonald's ein großer Nachteil oder was ist das Schlechte an McDonald's, dieses Fast Food, Leute, was ist daran so schlecht? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also bin gespannt, ob ihr das genauso seht, was ich jetzt gleich... Ich werde es jetzt zwar jetzt nicht sagen, was die Nachteile sind, weil ihr dann wahrscheinlich irgendwie keinen Bock mehr habt, da überhaupt mal hinzugehen. Aber ich will keine Angst machen. Aber Leute, wer sich jetzt ein bisschen auskennt, so ein bisschen... Wer sich jetzt ein bisschen auskennt, Leute, einfach mal in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr sind die Nachteile von McDonald's, Leute? Was glaubt ihr? Wie wird das Essen gemacht und so weiter? Oder woher kommt es und so weiter? Schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr das genau wisst. Ich weiß es natürlich. Deswegen frage ich euch mal, ne? Also ich bin gespannt, was ihr dazu für Meinungen habt. Aber soll jetzt nicht das Thema sein. Eigentlich wollte ich über Energy Drinks reden, aber das passt eigentlich ganz gut rein. Bei McDonald's zum Beispiel Energy oder so trinken oder so. Habe ich damals relativ oft gemacht, diese ganzen Energy Drinks. Aber ich habe mir irgendwann so gedacht, Leute, das ist eigentlich nur Zucker, was ihr da zu euch nehmt. Deswegen, finde ich das irgendwie nicht so geil. Also ich zwischendurch kann man Red Bull machen, also so einmal die Woche, aber jetzt nicht jeden Tag oder so. Das könnte ich überhaupt nicht und da bin ich überhaupt kein Fan davon, jeden Tag Monster zu trinken oder Red Bull zu trinken. Leute, das ist einfach nicht gut. Der ganze Zucker und so weiter ist einfach nichts Gutes für euch. Deswegen, also ich trinke zurzeit relativ gerne Eistee, muss ich sagen. Also ich trinke zurzeit sehr gerne Eistee, weil Eistee ist einfach so entspannend. Nur keine Kohlensäure auch, muss man sagen. Also Kohlensäure ist auch nicht so gesund, aber schlimm ist jetzt auch nicht wirklich, ne? Aber bei Cola zum Beispiel, ja, Cola trinke ich immer noch gerne, aber halt auch nicht so oft, weil dieser ganze Zucker, Leute, ist halt das Problem und das ist halt nicht so gut, Leute. Deswegen würde ich einfach mal aufpassen. Also nicht übertreiben, also nicht jeden Tag irgendwie eine Cola oder so trinken, das mache ich nicht. Ich trinke eigentlich meistens Eistee oder Mineralwasser trinke ich auch sehr gerne. Also ich bin so ein Typ, der trinkt alles, aber halt nicht immer das Gleiche, ne? Hühnchen, Leute, das ist ein Huhn, Leute. Das legt er hier Eier wahrscheinlich, hier unten, ja. Kennt ihr ja von Minecraft wahrscheinlich, ja, müsst ihr kennen. Aber Leute, überlegt euch einfach mal, wie viel Zucker in diesen ganzen Red Bull und Cola und so drin ist, Leute. Deswegen, viele denken einfach nicht nach und so weiter. Das ist beim Rauchen dasselbe, viele denken nicht nach, was könnte die Folge sein. Ich werde jetzt eine gewisse Sache sagen noch dazu. Ich weiß, in letzter Zeit spreche ich viele Themen an, die vielleicht nicht so positiv sind, aber es gibt auch positive Dinge am Rauchen. Das ist, glaube ich, dieses Zusammenrauchen, also mit Freunden und sowas. Das sind Wasserkocher, Leute. Das kennt ihr wahrscheinlich. Leute, das sind Wasserkocher, ne? Habe ich gerade erraten. Ja, aber überlegt euch mal wirklich, wie viel Zucker da drin ist, Leute. In Cola vor allem. Ich möchte jetzt wirklich nichts gegen Cola sagen. Ich trinke es ja sehr gerne, aber halt nicht so oft, ne? Ich würde es euch auch nicht empfehlen, so jeden Tag das Gleiche zu trinken, ne? Das ist ein bisschen ein Fehler, würde ich sagen. Ja, weil... ich werde jetzt keine Namen erwähnen, aber eine gewisse Person, die ich kenne,
die hat 30 Jahre lang geraucht und ist danach nicht gestorben, aber hat Krebs bekommen. Ich sage keinen Namen, darf ich nicht sagen, weil das kann euch genauso passieren und so weiter. Deswegen möchte ich dazu mal nichts sagen. Was ist das denn, Leute? Das ist ein U-Boot, Leute, oder? Nee, ist es nicht. Ich weiß nicht, was das ist, Leute. Das ist ein... Ist das ein Tier oder ein Lebewesen? Ist das ein Lebewesen, Leute? Ich weiß es gar nicht. Das sieht aus nach einem U-Boot. Da ist zwar kein Wasser, sieht aber so aus wie ein U-Boot, Leute. Das ist ein bisschen komisch, ne? Das ist schon irgendwie ein Boot oder sowas in die Richtung, ja. Bonbon. Ja, gut, okay. Mal ein Wort, was ich halt nicht erraten habe, aber dafür errate ich ja eigentlich sehr viele Wörter, muss ich sagen. Also, das Spiel macht extrem viel Spaß, wenn man es kann, ja, dann schon. Schon lange nicht mehr gezockt. Aber es ist halt so ein Spiel, was mir gefällt, ne? McDonald's sollte man eigentlich erkennen jetzt, ne? Habe ich jetzt so in Rot gebaut, weil das passt einfach hier wegen dem McDonald's. Eigentlich der Clown und so weiter, kennt ihr wahrscheinlich den McDonald's-Clown und so weiter. Solltet ihr eigentlich... Nein, kein Haus. Ein ganz bestimmtes Haus, ja? Mal schauen, also... Wieso checken das so viele nicht, Leute? Das kann ja nicht sein, komm. Da wart ihr alle schon, sicher, Leute, komm. Käfig, Alter, nein. Guckt das M mal. Leute, dieses Logo, das müsste jeder von euch kennen. Ich verstehe das nicht, warum die Leute das nicht erkennen. Nice Idee, ja, das Logo, das sollte man eigentlich erkennen. Ja, geil, ein Baum, Leute. Das ist das leichteste Wort ever. Meins war jetzt nicht so einfach, aber das kann man auf jeden Fall erraten. Ja, also Leute, wirklich überlegt euch mal, wie viel Zucker da drin ist. Und dass es halt einfach nicht gut ist, jeden Tag das Gleiche. Oder jeden Tag das halt zu trinken, ne? Aber gut, jeder, Leute, hat im Leben schon mal ein paar Fehler gemacht oder so, das möchte ich mal dazu sagen. Aber ich kenne halt eine Person, die hat halt Krebs bekommen danach und hat, also weil sie geraucht hat, 30 Jahre lang. What the fuck, als ob das Wort einfach Haus war. Ja, moin, das leichteste Wörter ever, Leute. Aber man sieht halt, die Folgen an Rauchen können sehr, sehr schlimm sein. Leute, bei Krebs, ihr könnt wirklich sterben, Leute. Ich möchte das einfach nur mal kurz sagen. Dass es halt einfach nicht so gut ist, Leute, damit anzufangen. Viele fangen einfach damit an, weil die Freunde oder so das machen. Also, ich lasse mir von keinem irgendwas sagen. Ich mag es einfach gar nicht und ich werde es auch niemals machen, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist halt ein Fenster, Leute. Hier sieht man es nochmal an der Seite. Hier ein Fenster, ja. Aber Leute, überlegt euch mal wirklich, wie viel Zucker da einfach drin ist, Leute. Also, und ja, Leute, das ist halt ein bisschen so die Sache, warum ich halt mit Energy Drinks so ein bisschen aufgehört habe. Also eine Zeit, ich habe halt ein bisschen... geachtet, was ich wirklich mache und ein bisschen drauf geschaut, was ich richtig, was ich falsch mache, aber man kann im Leben, nicht alles hat nur Nachteile, es gibt auch viele Vorteile an Energy Drinks, zum Beispiel, ihr könnt euch besser konzentrieren und so weiter, ist mir selber schon aufgefallen, also, aber es ist halt, ich habe es halt bei einer Mathearbeit davor mal probiert und hat eigentlich relativ gut geklappt, muss ich sagen, also es kann schon was bringen, Leute. Leute, so ist es ja natürlich nicht, dass es gar nichts bringt, aber Leute, es ist halt so, dass es halt einfach nur so viel Zucker, ne? Also ihr müsst euch mal überlegen, jeden Tag ist es halt nicht gut, aber einmal, zweimal, dreimal die Woche geht's, aber nicht jeden Tag, Leute. Also deswegen, einfach mal überlegen, aber ja, ihr seht da schon hier oben die Österreich-Flagge, habe ich hier so gekauft, hier, also ich habe hier rot, weiß und hier rot und hier oben auch nochmal, genau, was ich dazu sagen möchte. Was ich halt geil finde, so, ich finde die österreichische Flagge eigentlich voll nice, dieses Weiß, das gefällt mir extrem gut. Das Weiß, finde ich halt, passt halt perfekt zum Winter, zum Schnee, zu die Berge und so weiter gut dazu. Deswegen, also ich finde die Flagge eigentlich nice. Gibt es hier noch andere Flaggen auch, also man kann auch die Deutschland-Flagge hier, seht ihr selber. Also schwarz, rot und gelb noch hier unten, das kennt ihr. Schweiz gibt ja auch mit dem Kreuz da drin oder so. Könnt ihr auch kaufen, ich habe halt das Österreich genommen. Könnt aber auch noch andere Sachen kaufen. Ihr könnt hier Pokémon zum Beispiel kaufen. Hier Pokémon, das würde glaube ich Daniel gefallen hier, das mit dem Pokémon. Aber Leute, da würde ich eigentlich mal schon sagen, was ist mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Auch wenn das jetzt ein bisschen ernstes Thema war und gestern natürlich auch. Ja, und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse oder so, dass ich damit aufgehört habe, Leute. Also für eine gewisse Zeit, ich weiß nicht, vielleicht trinke ich mal irgendwann wieder einen oder zwischendurch halt. Aber halt, ich habe das damals relativ oft getrunken, muss ich sagen. Keine Ahnung, Leute, irgendwie ist es halt zu viel Zucker und so weiter. Mir kommt das einfach nicht so... Es kommt einfach nicht gut rüber, Leute. Finde ich halt, ne? Also, ist halt einfach nicht so geil mit dem ganzen Zucker einfach. Wäre da kein Zucker drin, wäre es wahrscheinlich sogar besser. Aber es sind auch noch andere Sachen wie Koffein oder sowas da drin ist, Leute. Also, ja gut, Leute. Also würde ich eigentlich schon sagen, war es mit dem Video. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao. Yeah.